Ja, wir alle kennen Tim Kellner, aka der Love Priest. Ein unverschämt erfolgreicher, ich glaube sogar der erfolgreichste, deutschsprachige YouTuber, der explizit anti-woke ist, macht, wenn ich das hier mal grob überfliege, fast jeden Tag ein Video. Und ich habe ja schon mal ein paar Mal über ihn gesprochen. Ich fand das anfangs lustig, auch mit seinen Einspielern und so. Aber irgendwie, keine Ahnung, Mann, nach dem 30. Mal war das so, ja, okay. ja, okay. Zumal, da wird ja auch jetzt nichts irgendwie sinnvoll aufbereitet. Aber das ist auch egal, da muss nichts aufbereitet werden. Es funktioniert halt. Ne? Auf den ersten Blick macht hier keins seiner Videos unter 100.000 Aufrufen. Im Schnitt eher so 300.000. Ja, da ist mal eins bei mit 150.000, wohlgemerkt. Aber dann sind da halt auch Videos bei mit 600.000, 700.000, oder? Vor 2 Jahren zum Beispiel. Markus Lanz, unkontrollierbar, löschte ZDF kurzfristig Sendung mit 1,6 Millionen Aufrufen. Für alle, die ihm nicht folgen, aber hier zuhören, und das werden wenige sein. Was er da immer macht, ist ungefähr folgendes. Irgendein Sachverhalt, irgendeine Schlagzeile, keine Ahnung. Der Abu Ghraib-Clan, ja, hat sich das Wirtschaftsministerium unter den Nagel gerissen. Da zeigt er dann eine Headline und dann kommt irgendein meist doch recht flacher Witz. Und dann kommt irgendein Einspieler. Sowas wie Klaus Kinski, der da mal kurz ausrastet. Und wie gesagt, das ist also null Kritik an dem, wie Tim Kellner das Ganze macht. Es funktioniert. Er hat aktuell 464.000 Abonnenten. Ich wünsche ihm 3 Millionen Abonnenten. Solange Anti-Establishment-Stimmen hier noch irgendwas zahlenmäßig zu melden haben, bin ich mehr als glücklich. Ja? Ist aber nicht so richtig mein Content. Einfach weil zu repetitiv. Aber wie gesagt, das ist keine Kritik. So, der gute Mann ist jetzt verknackt worden. Zu 8 Monaten auf Bewährung, weil er Frau Baerbock in irgendeinem Video in irgendeiner Form beleidigt haben soll. Ich habe zu Anfang versucht herauszufinden, was er denn jetzt genau gesagt oder getan hat. Konnte dazu aber nichts finden. Er selber hat zum Beispiel ein Erklärungsvideo gemacht, wo er diesen Sachverhalt schildert, also dass er da jetzt verknackt wurde. Aber was ihm exakt vorgeworfen wird oder um welche Stelle es im Video geht, das hat er leider nie erwähnt. Im Internet hieß es dann, dass das Problem wohl gewesen sei, dass er die Frau Baerbock eine Scheißhausexpertin nannte. Wir erinnern uns alle, es gibt ja dieses übelst erfolgreiche Konzept der feministischen Außenpolitik, wo jeder normal denkende Mensch sich eigentlich fragen müsste, wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das sein? Das ist irgendein Label, was ihr nutzt, damit es sich gut anhört. Ihr tut gar nichts, um irgendwelchen Frauen zu helfen. Ist ja auch damals so ein geiler Witz gewesen, dass Baerbock diese feministische Außenpolitik verkündet. Und ich glaube, keine 3 Wochen später hieß es dann so, wir schicken erstmal 500 Millionen an die Taliban, die mittlerweile Afghanistan übernommen hatten. Also das ist dann feministische Außenpolitik. Und dann kam es irgendwann mal dazu, dass Frau Baerbock ihre feministische Außenpolitik tatsächlich an einem konkreten Beispiel erklärt hat. Und das ist diese Geschichte mit den Scheißhäusern. Das war so politisch mit der dümmste Quatsch, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also in anderen Worten, es reiht sich ein in all dem, was die Frau Baerbock sonst so von sich gegeben hat. Ja, schönen guten Tag im Namen von Svenja Schulze und mir als Außenministerin und als Entwicklungsministerin. Wir freuen uns sehr über das große Interesse, aber vielleicht muss ich einige enttäuschen, wir rufen hier heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit. Nämlich, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen. Damit setzen wir mit unseren Leitlinien zur feministischen Außenpolitik und feministischen Entwicklungspolitik das um, was in unserem Grundgesetz in Artikel 3 steht und was in der Erklärung der Menschenrechte steht. Dass alle Menschen gleich sind, die gleichen Rechte haben und deswegen auch das gleiche Recht auf Repräsentanz und Zugang zu Ressourcen haben. Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich noch nicht überall auf der Welt, auch nicht bei uns, Realität. Und daher leiten uns unsere Leitlinien in 3 Bereichen. Dabei sind mir folgende Punkte wichtig. Erstens ist feministische Außenpolitik kein nice to have, ein kleines Blümchen, eine Schleife noch obendrauf, sondern feministische Außenpolitik zieht sich durch alle Bereiche unseres außenpolitischen Handelns. Von der humanitären Hilfe über Stabilisierungsmaßnahmen, Friedensmissionen und auch in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Zweitens, feministische Außenpolitik ist ein pragmatischer Ansatz.
Es geht um ganz normale Probleme von ganz normalen Menschen. Und da auf der Welt die Hälfte einer Gesellschaft aus Frauen besteht, müssen auch ihre ganz normalen Probleme und Herausforderungen berücksichtigt werden. Es geht um echte Menschen, es geht um echte Probleme. Und deswegen ist unsere feministische Außenpolitik ein Realfeminismus, der deutlich macht, dass man sich mit den realen Herausforderungen vor Ort auseinandersetzen muss. Das heißt zum Beispiel, wenn wir ein Dorf unterstützen, was wiederaufgebaut wird in Nigeria, dass es einen Unterschied macht, ob man sich vorher fragt, wer wohnt eigentlich in diesem Dorf, wenn man zum Beispiel die Sanitäranlagen plant. Wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Wenn man sich aber fragt, was bedeutet es für ein 10-jähriges Kind, nachts diese Sanitäranlagen zu erreichen oder für eine Frau, dann trifft man die Entscheidung vielleicht nicht für die Lage am Rande des Dorfes. Wenn man allein von der männlichen Betrachtungsweise geplant hätte, hätte man vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Ja, recht verräterisch finde ich das Ende. Ja, wenn man von der männlichen Betrachtungsweise her geplant hätte, dann hätte man vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Also selbst ihr bestes Beispiel für feministische Außenpolitik funktioniert bestenfalls vielleicht. Jetzt mal abgesehen davon, dass diese Analogie meiner Meinung nach wenig Sinn ergibt. In welchem Dorf ist es denn notwendig, dass da irgendwelche Ausländer hinkommen, um Toiletten zu bauen? Das ist nicht in Nairobi der Fall. Auch nicht in Accra. Und weil wir hier gerade beim Thema Nigeria sind, auch nicht in Abuja. Das sind ja alles keine Dörfer. Die Dörfer, die Hilfe von außen benötigen, beim Bau ihrer Sanitäreinrichtungen, das sind Dörfer, die bestehen wahrscheinlich aus 50 Personen, vielleicht 200. Wer sollen denn diese Person sein, die da nachts das Dorf unsicher machen, weshalb die Toilette entsprechend platziert werden muss? Zumal ein Dorf hat auch immer irgendeine Ausdehnung, ne? Nehmen wir jetzt mal an, es ist ein Kreis. Irgendeiner hat es, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn das Dorf nicht entlang einer Straße errichtet wurde. Oder was soll's, selbst dann. Nochmal, wir reden hier von afrikanischen Dörfern. Selbst wenn ich das entlang einer Straße errichte, dieses Dorf, dann hat das Dorf eine Breite von, keine Ahnung, 50 Metern oder so. Es ist egal, wo du das Klo hinbaust. Von daher bin ich der Meinung, also ich würde Frau Baerbock so niemals betiteln, ja, aber ich bin der Meinung, dass man sich, ironisch, die Auszeichnung, eine Scheißhausexpertin zu sein, durchaus verdient hat an dieser Stelle. Und nochmal, Freunde, das ist das Beste, was Frau Baerbock hat. Es ist das erste Mal, dass Frau Baerbock ungefragt vor laufenden Kameras erläutert, was denn feministische Außenpolitik ist. Und das ist es, was ihr einfällt. Es ist das Beste, was sie hat. Die Wahl des Ortes einer Toilette in einem afrikanischen Dorf. Das ist feministische Außenpolitik. Jetzt habe ich hier diesen riesen Bogen gespannt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich weiß bis heute, abgesehen von ein paar Gerüchten aus dem Internet, nicht, was dem Herrn Kellner jetzt eigentlich konkret vorgeworfen wird. Und genau das hoffe ich jetzt in dem folgenden Interview herauszufinden. Das Interview ist in der Jungen Freiheit erschienen, hinter der Bezahlschranke. Das heißt, ihr alle wisst, was jetzt kommt. Solltet ihr euch nicht ab und zu mal abzocken lassen, dann jetzt bitte den Ton so weit runterregeln, dass ihr mich bestenfalls vage verstehen könnt. Tim Kellner. Ich trage Deutschland im Herzen. Tim Kellner war Polizist, schreibt Bücher und ist Präsident eines Rockerclubs. Im Internet aber wird er der kampfstarke Hühne zum Love Priest und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten politisch alternativen Influencern im Netz. Nun hat er sich mit Außenministerin Baerbock angelegt. Herr Kellner, 8 Monate Haft auf Bewährung und das ohne Gerichtsverhandlung. Was um Gottes Willen haben Sie verbrochen? Antwort: Einen lustigen Videoschnipsel über Frau Baerbock in meiner Sendung gezeigt. Frage: Was meint lustig genau? Antwort: Dazu darf ich wegen des laufenden Verfahrens leider nichts sagen. Gut, damit ist unsere Frage beantwortet. Wir werden es nicht erfahren. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nein, es geht natürlich weiter. Allerdings haben Sie die 1500 Euro Strafe und die Verfahrenskosten vergessen, die mir zudem auferlegt worden sind. Frage: Es kann sich ja höchstens um Beleidigung handeln. Dafür aber kommt man doch nicht ins Gefängnis. Antwort: Sie irren. Der 2021 neu geschaffene Paragraph 188 macht bis zu 3 Jahre Haft möglich, wer öffentlich politische Personen beleidigt. Aber natürlich haben wir Einspruch eingelegt und gehen vor Gericht. Der Love Priest gegen Annalena Baerbock, das wird zwar ein intellektuell ungleicher Kampf, aber darauf kann ich in diesem Fall leider keine Rücksicht nehmen. Frage: Wer ist der Love Priest? Antwort: Ein Streiter für Peace, Love and Harmony,
der hohe Priester des Kults der Liebe, Weltoffenheit und Toleranz, für die er, unterstützt von einer Armee aus Welcome-Plüschtieren, kämpft, indem er auf dem Love-Channel auf YouTube täglich für euch die politische Lage kommentiert. Frage: Also ihr alter Ego? Antwort: Ja. Und mit seiner dezent herzförmigen Love-Brille ist er in der Lage, selbst die schlimmsten Entgleisungen noch rosarot zu sehen. Frage: Zum Beispiel? Antwort: Wenn es die Event-Szene mal wieder richtig krachen lässt. Tatsächlich gibt es doch um Sicherheit und Ordnung besorgte Spaßbremsen, die meinen, ab in den Steinbruch mit ihnen. So etwas würde ich natürlich nie sagen, sondern dafür ein fettes Double-Dislike vom Love-Priest. Schließlich beschenken uns diese Leute mit ihrer Lebensfreude. Also er ist dieser Mann, er hat schon Humor, ja? Schließlich beschenken uns diese Leute mit ihrer Lebensfreude. Wir sollten uns also bei ihnen bedanken, zum Beispiel mit einer Flugreise in den sonnigen Süden. Mir würden schon ein paar Länder einfallen für einen richtigen Abenteuerurlaub. Frage: Sie sind als Kraftpaket und Rocker bekannt. Wie kam es, dass der Love Priest von Ihnen Besitz ergriffen hat? Antwort: Vor gut 3 Jahren wurden meine Videos von YouTube immer öfter und aus immer fadenscheinigeren Gründen gesperrt oder sogar gelöscht. Frage: Zum Beispiel? Antwort: YouTube sagt nie, was sie im Detail beanstanden. Sie geben nur einen allgemeinen Grund an, etwa ich hätte Hass und Hetze verbreitet. Ja, da kann ich ein Lied von singen. Glücklicherweise sind bei mir bisher wenige Videos gesperrt oder gelöscht worden, aber die wenigsten meiner Videos sind monetarisierbar. Das heißt, YouTube oder der YouTube-Algorithmus, der erkennt da irgendwas, wonach diese Clips dann nicht werbefreundlich seien. Wo der einfachste Weg übrigens raus wäre, wenn YouTube sagen würde: Liebe Marketingabteilungen, entweder ihr bestellt hier Werbung, dann läuft da diese Werbung, oder ihr macht eure Scheißwerbung woanders. Solange in unseren Videos keine rechtlichen Verstöße vorkommen, was ja nie der Fall ist, schalten wir da Werbung so, wie wir das für richtig halten. Ob den Leuten der Content gefällt, das müssen die dann für sich selbst entscheiden. Aber wir lassen uns von Coca-Cola nicht sagen, vor diesem Video bitte keine Werbung, vor dem aber schon. So einfach wäre die Nummer. Und das auch abseits der Monetarisierung. Wann müsste ein Video gesperrt werden? Dann, und zwar nur dann, wenn in diesem Video gegen geltendes Recht verstoßen wird. Wir haben ja Gesetze. Auch Gesetze für Sachen, die du eben nicht mehr sagen darfst. Zum Beispiel Beleidigungen. Verstößt du gegen keins dieser Gesetze, dann ist dein Video astrein. So einfach könnte man aus der Nummer rauskommen. Aber es geht, auch YouTube, dahinter steckt Google, um das Narrativ. Und genau aus diesem Grund hat man zum Beispiel auch den Dislike-Button abgeschafft. Damit der Normie zum Beispiel, wenn man ihm einen fürchterlich woken Werbespot vorsetzt, der wirklich kaum zu ertragen ist, am Like-Dislike-Verhältnis nicht mehr ablesen kann: Oh, guck mal, normale Menschen denken wie ich. 98% Dislikes heißt, normale Menschen denken wie ich. Diese Erkenntnis würde das Narrativ ins Wanken bringen. Und deshalb hat YouTube den Dislike-Button abgeschafft. Okay, zurück zu Tim Kellner. Ich zitiere nochmal, jetzt ist nämlich schon eine ganze Menge Zeit vergangen. YouTube sagt nie, was sie im Detail beanstanden. Sie geben nur einen allgemeinen Grund an, etwa ich hätte Hass und Hetze verbreitet. Frage und Antwort: Ach, kompletter Blödsinn. Nie habe ich dort ein Strafgesetz auch nur touchiert. Aber es reicht, etwa die Masseneinwanderung, die wir seit Jahren erleben, angesichts ihrer Größenordnung als Invasion zu bezeichnen. Das ging schließlich so weit, dass mir drohte, meinen Kanal zu verlieren. Um das zu verhindern und auch aus Trotz gegen die ständige Schikanierung, habe ich den Spieß dann einmal umgedreht und den Zensoren reichlich geliefert, was sie eigentlich wollen. Beim Bejubeln der Zustände aber so überzogen, dass dem Zuschauer sofort klar war, was ich damit eigentlich meine. Ja, da haben wir genau das, was ich letzte Woche mit Fulsk im Livestream besprochen habe. Ironie macht den Empfänger der Botschaft zum Mittäter. Weil wie könnte YouTube da jetzt argumentieren? Ja, kommt jetzt ein neues Schlepperboot an. Tim Kellner setzt sich vor die Kamera und sagt: Geil, endlich kriegen wir wieder Menschen geschenkt. Großartig. Was soll YouTube jetzt tun? Wenn YouTube jetzt sagen würde: Herr Kellner, Sie meinen das ironisch. Das ist in Wirklichkeit Hass und Hetze, die Sie hier betreiben. Dann würde sich YouTube zum Mittäter machen, denn YouTube hat diese Ironie durchschaut. Aber das geht halt nicht. Institutionen wie YouTube tun ja so, als wenn das wirklich eine gute Sache wäre. Frage: Und hat das funktioniert? Antwort: Sehr gut sogar. Denn es gab ja kein Wort, das hätte beanstandet werden können. Eigentlich war es nur eine Idee für ein Video. Doch merkte ich nicht nur, dass ich so sicherer arbeiten kann, sondern auch, dass mir die Rolle Spaß macht. Vor allem aber, dass sie meiner Kritik mehr Treffsicherheit und Durchschlagskraft verleiht. Heute kann ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen als den Love Priest. Frage: Wenn es so gut funktioniert, wieso haben Sie dann nun trotzdem Ärger? Antwort: Der kommt ja nicht von YouTube, sondern ist nach meiner Ansicht von höchster Stelle, ist vom Bundesjustizministerium über die Staatsanwaltschaft Köln angeschoben. Tatsächlich wird ständig versucht, auf diese Weise gegen mich vorzugehen. Und obwohl es in der Regel keinen Erfolg hat, kostet es mich doch jedes Mal Geld, Zeit und Nerven. Und das ist ja auch Ihr Ziel. Ja, ich mache da gerade Ähnliches durch. Vor der, wie heißt es, Kammer, glaube ich, in Berlin. Ich glaube, es ist das Kammergericht und danach kommt die Kammer. Ach, Leute, keine Ahnung. Jedenfalls wurde eins meiner Videos gelöscht.
das zu Victoria Kurovu. Und zwar mit einer natürlich fadenscheinigen Begründung. Da wäre Gewalt in diesem Video. Ja, da wäre Gewalt zu sehen. Und ich habe zum Glück einen guten Anwalt und wir versuchen das gerade zusammen zu managen. Am Ende wird dieses Video wiederhergestellt, aber es kostet halt Zeit und Geld. Ne? Frage, wer ist ihr? Antwort, etwa der Verein Hate Aid, der systematisch meine Videos durchforstet, um mich in Rechtsstreitigkeiten zu verwickeln. Sympathischer Laden. Ich kenne ihn ja selber von Twitter. Ne? Hab die, glaube ich, bisher 2 oder 3 Mal angetweetet. Das läuft in der Regel so, wenn ein Lobotomierter sich, also ein politisch Lobotomierter, ja, sich beleidigt fühlt, dann schreibt er einfach nur @HateAid unter den Tweet, den er für beleidigend hält. Und die Antwort ist dann, ja, alles klar, wir erstatten Anzeige und vertreten sie kostenlos und, weiß ich nicht, einen Präsentkorb gibt's auch noch zugeschickt. Wenn ich dann mal runterschreibe @HateAid, weil halt jemand tatsächlich beleidigend ist, dann kriege ich da mal gar keine Antwort. Ja? Also HateAid ist ein Drecksladen. Ja? Hier habt ihr es zuerst gehört. Weshalb ich unlängst gezwungen war, den größten Teil meiner alten Clips vom Netz zu nehmen, um nicht noch mehr sinnlose Verfahren durchfechten zu müssen. Frage. Sie meinen also, um nicht lahmgelegt zu werden, können Sie Ihre Kritik nur indirekt durch scheinbare Zustimmung ausdrücken? Antwort. Ich weiß, klingt wie in der DDR, ist aber der angeblich freieste Staat auf deutschem Boden. Man muss ja auch dazu sagen, wieso übertreiben sie es bei Tim Kellner so krass? Gibt ja auch noch andere, ja, zum Beispiel der, dessen Name nicht genannt werden darf. Da wird ja auch jeder Scheiß hergenommen, um irgendwie rechtlich gegen ihn vorzugehen. Das liegt daran, dass Tim Kellner für diese Leute gefährlich ist, weil er so eine immense Reichweite hat. Nochmal, also 300.000 Aufrufe im Schnitt pro Video und das fast jeden Tag. Das ist eine Hausnummer und natürlich auch eine Gefahr für diese Leute. Und auch YouTube kommt ab und zu mit Neuem. So hatte ich vor längerem eine kurze satirische Szene in meiner Sendung, in der ein Beachvolleyballspieler einem anderen auf den Hintern klatscht. Gelöscht. Begründung. Oh, sowas hatte ich auch schon mal. Begründung, Pornografie. Völlig geisteskrank. Ja, das hatte ich damals bei meinem Video, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. War auf dem Kanal Idiotenwatch. Da ging es um diese beiden fürchterlichen Feministinnen, die da im Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen irgendein blödes Zeug über Period-Shaming und so erzählt haben. Und ich habe da im Hintergrund so ein bisschen leicht bekleidete Damen tanzen lassen. Nichts, was drüber wäre. Wirklich nicht. Also ein Video, was du ohne Probleme bei YouTube findest. Und das ist dann auch runtergenommen worden. Begründung Pornografie. Frage. Hat Ihr Publikum denn Ihren, wenn auch nur scheinbaren 180-Grad-Schwenk problemlos mitgemacht? Antwort. Es gab nur einzelne kritische Stimmen. Meine Antwort war, sind es deine Videos, die ständig gesperrt werden? Hast du dich dauernd, juristische Angriffe zu erwehren? Tatsächlich zeigte sich, dass nicht nur viele Zuschauer den Love Priest regelrecht lieben, sondern dass ich mit dieser ironischen Figur, wie bis zu 1,6 Millionen Aufrufe für einzelne Videos zeigen, inzwischen auch stark in das Feld des noch normal denkenden Mainstreams hineinwirken kann. Und genau deshalb ist dieser Mann eine Gefahr für das Narrativ. Deshalb setzt sich HateAid wirklich hin und geht die einzelnen Videos durch, unaufgefordert wohlgemerkt, um zu gucken, ob man da nicht irgendetwas rechtlich beanstanden könnte. Frage. Für viele ist der Love Priest Kult. Nach Abos sind sie mit 460.000 der mit Abstand erfolgreichste politisch nonkonforme deutsche YouTuber. Selbst der Kanal von Ex-Bildchef Julian Reichelt hat nur 335.000. Dennoch scheiden sich an ihnen die Geister. Die einen sind begeistert, die anderen wenden sich mit Grausen. Antwort. Eben, so ist es immer. Der eine findet etwas lustig, der andere eher stumpf und umgekehrt. Frage. Mancher Witz ist unter der Gürtellinie. Muss das sein, oh Leute? Ja, das muss sein, natürlich. Antwort. Ich betreibe meinen Kanal, wie ich es für richtig halte. Den einen gefällt's und die anderen können ja Böhmermann gucken. Frage. Was sollen zum Beispiel die einschlägigen Anspielungen, sobald etwa der Name Jens Spahn fällt? Ja, ist sogar ein Kritikpunkt, den ich nachvollziehen kann. Nicht, weil ich das jetzt für unter der Gürtellinie halte, aber die sind halt nicht so gut, die Dinger, und bieten natürlich Angriffsfläche. Aber gleichzeitig reizt er das ganze Ding halt auch aus, also er macht das schon gut, so wie er es macht. Ja, auch wenn das jetzt nicht unbedingt meins ist. Antwort. Oder bevor ich zur Antwort komme, vielleicht nochmal ganz kurz, um was es hier geht. Also auch da, ne, ihr habt vorhin schon erfahren, wer ihn nicht kennt, ist halt durchsetzt mit flachen Witzen, das Programm bei ihm. Und sobald es da um Jens Spahn geht, kommt da so ein Witz wie, ich kenne auch so einen Hinterlader. Ja, so in der Art. Oder es kommt ein blöder Wortwitz wie, ja, ein Politiker der neuen Generation. Fettes Double Love-like. So in der Art, ja. Also da wird immer wieder Bezug auf die Homosexualität von Jens Spahn genommen. Die Sache ist doch aber die, er verdient es halt auch, dass man sich über ihn lustig macht. Und das natürlich mit Sticheleien, die denjenigen, um den es geht, stören. Von daher also nochmal, meinen Segen hat er.
wenngleich das jetzt nicht die besten Witze sind. Antwort: Ich habe ja auch schon versucht, deshalb mit dem Love Priest zu reden, aber er besteht nun mal auf seinen sehr besonderen Humor. Frage: Eine besondere Beziehung scheint ihn, also den Love Priest, mit der SPD-Politikerin Sausan Shebi zu verbinden. Antwort: Sie meinen die zarteste Blüte des Orients? Frage: Was ist da zwischen Ihnen? Antwort: Von Beginn an war ich wie verzaubert von ihrer überragenden Intelligenz, rhetorischen Eleganz und vor allem ihrer demütigen Bescheidenheit. Frage: Tatsächlich haben Sie sich 2020 vor Gericht getroffen? Antwort: Leider nein. Leider nein, sie hat gekniffen und ist nicht persönlich erschienen. Damals war sie noch Berliner Staatssekretärin für Dingsbums und legte großen Wert darauf, alle wissen zu lassen, dass sie jeden rigoros anzeige. Daraufhin habe ich einen feinen Köder für sie ausgelegt, indem ich sie eine islamische Sprechpuppe und Quotenmigrantin der SPD nannte. Sie hat ihn dann tatsächlich ebenso blind wie begierig geschluckt und mich angezeigt. Vor Gericht ging es natürlich aus, wie es ausgehen musste. Sie scheiterte am Grundrecht der Meinungsfreiheit. Wie zur Belohnung hat sie mir dann doch die Freude gemacht, sich darüber sichtlich frustriert öffentlich zu echauffieren. Mission erfüllt. Frage: Wohl auch deshalb unterstützt Frau Shebli nur ein geplantes Gesetz gegen digitale Gewalt. Über 90% ihrer Anzeigen liefen ins Leere, weil sie von den Gerichten unter anderem zu hören bekomme: Jetzt kommt ein Zitat und das wird übrigens falsch wiedergegeben, liebe junge Freiheit. Sie sagte nicht, es handele sich um Meinungsfreiheit, wie ihr sie hier zitiert. Sie sagte, es handele sich dabei um eine Meinungsfreiheit. Und dann weiter: Das muss endlich ein Ende haben. Zitat Ende. Sagte sie jüngst in der Tagesschau. Über 90% meiner Anzeigen laufen ins Leere. Ich kriege immer von den Gerichten zurück, das handelt sich um meine Meinungsfreiheit und vieles mehr. Und das muss endlich ein Ende haben. Meinungsfreiheit muss endlich ein Ende haben. Wollen Sie vorgehen? Hm? Dann sind Sie safe. Ah. Sie wird ein Nachspiel haben. Sind Sie irgendwo gegengelaufen? Frau Schäbi ist gerade gegen die Wand gelaufen. Antwort: Ich glaube, sie ist vor allem erneut frustriert, weil sich ihr neues Buch, obwohl schamlos von der Tagesschau beworben, als völliger Flop erweist. Sehen Sie sich nur die Amazon-Bewertungen an. Aber ja, es ist Wahnsinn, was da auf uns zukommt, weil sich diese Leute einfach noch zu sicher fühlen. Frage: Was meinen Sie mit noch? Antwort: Normalerweise ist ein Staat für die Bürger da. Doch bei uns hat sich ihnen ein Kartell aus etablierten Parteien, allen voran Grün-Rot, zur Beute gemacht, um auf Kosten der Menschen ihre Ideen durchzupeitschen. Doch sage ich voraus, dass sich das die Bürger nicht ewig gefallen lassen werden. Vielmehr ist der linksgrüne ideologische Furor, der versucht, jeden, der sich nicht unterwirft, platt zu machen, bereits der Beginn der letzten Zuckungen. Ich bete ab sofort jeden Abend dafür, dass Tim Kellner mit dieser Aussage recht behält. Frage: Wenn Sie sich da mal nicht gewaltig täuschen. Ist ein guter Punkt. Antwort: Es wird natürlich noch eine Weile dauern, aber am Ende muss dieses Kartell abdanken. Und wir werden uns vermutlich noch wundern, was in Deutschland alles möglich sein, vielleicht sogar was einmal zur Anklage gebracht wird. Frage: Mit Anklagen hatten Sie selbst zu kämpfen. Geld aus Prostitution, unerlaubter Waffenbesitz, Erpressung. Antwort: Unsinn. Das habe ich alles in meinem Buch Treibjagd vom Cop zum Outlaw längst erklärt und widerlegt. Mir wurden damals von der Polizei Dinge angehängt, die vor Gericht keinerlei Bestand hatten. Beispiel Prostitution. Die Beschuldigung basiert etwa darauf, dass meine Mutter mir Geld überwiesen hat. Wie das? Da sie einen anderen Namen trägt als ich, wusste die Polizei sie nicht zuzuordnen und hat einfach kombiniert. Geld von einer fremden Frau plus Rocker, fertig war der Prostitutionsvorwurf. Irre, das muss man sich einmal vorstellen. Bei Gericht brach der ganze Quatsch dann in sich zusammen und das eingezogene Geld wurde mir auch zurückerstattet. Frage: Sie waren selbst Polizist, wurden aber wegen ihrer Kontakte ins Rockermilieu entlassen. Antwort: Wegen dieser Kontakte gab es Differenzen zwischen mir und meinem damaligen Dienstherren. Diese führten dazu, dass ich 2010, nach 10 Jahren, aus gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst ausschied. Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass ich zur damaligen Zeit in Urhaft saß und ein Verfahren gegen mich vor dem Landgericht Dortmund eröffnet wurde. Allerdings erwiesen sich sämtliche Anschuldigungen als gegenstandslos, bis auf die der gefährlichen Körperverletzung mit Freiheitsberaubung. Was war passiert? Der konkrete Vorwurf lautete, einen kosovarischen Zuhälter dabei verletzt zu haben, eine Frau aus seinen Fängen zu befreien. Das Urteil erging mit der Erklärung des Richters: Herr Kellner, Sie haben zwar altruistisch gehandelt, dürfen aber dennoch einen Zuhälter nicht schlagen. Ich werde das nicht weiter kommentieren, doch es gibt Stimmen, die meinen, eigentlich hätte ich für so manches ein Bundesverdienstkreuz verdient. Frage: Für Schlagzeilen sorgte 2015 ein SEK-Einsatz gegen Sie. Polizei stürmt falsches Haus, titelte die Bild. Antwort: Statt in meine Wohnung brachen die Beamten eines Sondereinsatzkommandos der Polizei durch das Fenster meines Nachbarn, zwangen diesen zu Boden und fesselten ihn. Doch schließlich konnte der arme Mann ein Physiotherapeut halt. Übel.
sie davon überzeugen, dass sie sich geirrt haben. Als ich mitbekam, was nebenan passierte, ging ich in den Hausflur und machte die Polizisten auf mich aufmerksam, die mich dann festnahmen. Frage: Der Fall ist in einem TV-Bericht dokumentiert, den sie auf ihren Kanal gestellt haben. Bleibt die Frage, warum man ein Sondereinsatzkommando schickt, wenn offenbar ein Anruf genügt hätte, sie einzubestellen? Antwort: Gute Frage. Ich denke, dass es Schikane war, denn es gab bei mir etliche Hausdurchsuchungen ohne wirklichen Grund, die folglich auch alle nichts erbrachten. In immerhin einem Fall hat sich der leitende Beamte hinterher bei mir entschuldigt. Frage: Dabei wären sie selbst fast SEK-Beamter geworden. Antwort: Ich hatte das Auswahlverfahren erfolgreich absolviert, doch habe ich dann in der Einführungsfortbildung für mich persönlich entschieden, wieder in den Streifendienst zurückzukehren. Frage: Warum sind sie überhaupt zur Polizei gegangen? Antwort: Zum einen war mein Vater Polizist, zum anderen habe ich mich schon immer für Gerechtigkeit eingesetzt. Ich will klarstellen, ich komme aus einem gutbürgerlichen Elternhaus, bin gut erzogen worden, habe eine Banklehre absolviert, bei Armee und Polizei unserer Gesellschaft gedient und mir dieser gegenüber nie etwas zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, trotz allem, was ich erleben musste, trage ich meine Heimat, trage ich Deutschland in meinem Herzen und das wird sich auch nie ändern. Frage: Vor dem Love Priest haben Sie sich als harter Rocker mit Symbolen wie Schild und Schwert inszeniert. Die Amadeo-Antonio-Stiftung erklärt ihren Erfolg daher auch so: Mit seinem beeindruckenden breiten Kreuz, seinen Samurai-Schwertern, befriedigt der durchtrainierte Sportler und Bodybuilder die Sehnsucht nach der klassischen Männlichkeit. Das ist Kritik auf hohem Niveau. Also für alle, die von der Amadeo-Antonio-Stiftung noch nicht gehört haben, das ist die Kritik. Also, die werden auch noch andere Sachen haben, aber das ist schon Kritik. In unserer Gesellschaft werden ja Frauen, die möglichst männlich auftreten, ich will dies haben, ich will das haben, gefeiert, und Männer, die möglichst weiblich auftreten, ebenfalls. Aber Männer, die männlich sind, und Frauen, die weiblich sind, das geht gar nicht. Antwort: Ich inszeniere mich nicht, sondern drücke einfach meine Werte aus. Ich bin eben ein Kämpfer, habe Kraft- und Kampfsport gemacht, erfolgreich American Football gespielt und war schon immer angezogen von den Tugenden eines Ritters oder Samurais. Das Wort Samurai etwa kommt von dienen, dem Freund, der Gesellschaft, dem Guten. Und so verstehe ich auch mein politisches Engagement. Frage: Nun haben Sie eine lebensgefährliche Erkrankung durchgemacht, hat Sie das verändert? Antwort: Ich habe ein Jahr Kampf gegen Krebs hinter mir, ein Jahr Kampf um mein Leben. Von Beginn an war für mich klar, dass ich nicht aufgeben, dass ich kämpfen werde und das dazugehört, auch weiterhin für mein Publikum abzuliefern. Frage: Tritt im Angesicht des Todes Politik nicht in den Hintergrund? Wird man nicht versöhnlicher? Antwort: Ich bin nicht Mann. Und warum sollte ich die Probleme unseres Landes und die Leute, die sie verursachen, als weniger wichtig oder verantwortlich betrachten? Ich habe den Kampf gegen den Krebs gewonnen, auch dank der unglaublichen Unterstützung meines Publikums, für die ich so dankbar bin. Bei den Göttern, ich schulde es all diesen großartigen Menschen, im Kampf für Recht und Gerechtigkeit auch in Zukunft nicht nachzulassen. Das war's, Ende des Artikels. Ich bin, wie gesagt, froh, dass wir Tim Kellner haben, obwohl ich nicht wirklich ein Follower bin. Aber der Mann hat einen medialen Punch, den können wir heutzutage gut gebrauchen. Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei dem Kampf mit dem Krebs. Unschöne Sache, selber bei zwei Familienangehörigen schon miterlebt. Beide haben es überlebt und sind über den Berg. Wobei, der eine ist tot, das ist allerdings mein Opa, der Jahre später eines natürlichen Todes gestorben ist. Dem anderen geht's gut, das soll auch so bleiben. Ich danke fürs Zuhören, haut rein!